Aber jetzt geht's. Jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt schaut's gut aus jetzt und der kommt los. Schon. Es ist ein Vorsprung in der Zwischenzeit einmal runter. Er war auch in Peking dabei, bei der gut, schaffen. Boah, Olympischen der Goldenen. Oh, boah. Vorsicht! Wie weit geht der? Nein, nein, nein! Boah. Ah, das geht nicht mehr. Das kann nicht funktionieren. Ich hoffe, der hat nicht weh. Er fliegt hier bis ins Flache. Oh, das Knie. Meine Güte. Das linke Knie. Oder? Na doch. 161,5 Meter. Ja, er hat sich wirklich nicht weggedreht. Na, das war. Hoffentlich nicht. Na, warte, warte, warte. Nein, ich glaube, das gut passt. Aus. Aber er. Ich glaube, dass er mit dem Hintern da vielleicht genau auf den Bindungszapfen drauf isoliert. Aber der war hoch. So was habe ich eigentlich ehrlich gesagt noch nie gesehen, so im Live-Bild. Hat man geglaubt, gefühlt, ja. Er fliegt Richtung Nein. Zuschauer. Richtung Bande. Ich schau, wie der da wegfliegt. 161,5 Meter, das ist so eine unfassbare Weite hier. Schaut, das, da wie hört er die Arme aus. Schau, da gibt er den Sprung schon auf. Und Andi, erklär bitte, warum das einfach nicht mehr zu stehen ist, da unten. Ja, das ist wie wenn du vom 5-Meter-Turm ins Flache runterspringst, wo du da. Aber der. Den hat es voll mit dem Hintern. Reindrückt da, wandern das linke Knie, aber ich glaube, linke Gesäß, das tut ihm ordentlich weh. Aber er hält das linke Knie auch ein bisschen. Hoffentlich ist hier nichts passiert. Weil er, naja, gesagt, er hat einen ordentlichen Dämpfer gekriegt, einen Stoß eine. Unglaublich. Also, ja, das ist, wenn so aufwendig ist. Jetzt ein bisschen. Schwarzer Humor, aber er hätte eine Turbidweite gehabt, was unrealistisch und utopisch ist, von 170,5 Metern und dann springt er wirklich über 160. Boah. Ja, und ich glaube. Na, das ist. Sowas habe ich noch nie live gesehen. Dass einer im Wettkampf so davon fliegt und das auf einer. Auf einer Großschanze, nicht auf einer Skiflugschanze. Ja, Yuiho Kobayashi, glaube ich, mal in Sapporo. Ja, bei so Japaner, wie gesagt, so ein Wettkampf, einmal japanischer Wettkampf, gibt es auch ein Video. Gibt ein Yuiho Sapporo, Yuiho Kobayashi, weitester Sprung, unglaublich. Wir geben es im Moment nicht ein, aber, Sie zu Hause auch erst später. Nein, aber das. Aber es hat. 161,5 Meter aufmachen, springen, also. Boah, der hat sich an der Sturzlinie orientiert. Das ist. Ja, es klingt komisch, ist aber so. Ich hoffe nur, dass der echt nichts hat, weil das ist. Aber diesen Mut auch zu besitzen, der hat ja wahrscheinlich schon früher gespürt. Ja, da sehen wir nicht nochmal. Schau, da geht er voll und da merkt man es, da steigt er weg. Aber da hat er schon oben, der hat schon bei 100, circa 110 Meter das erste Mal die Flügel ausgefahren. Ja. Und er hat das dann noch super gemacht, da kannst du nicht mehr anders. Da, wenn du mit Schwerpunkt weit vorn bist, hast du so am Bauch vorne rein. Aber schau, er hält sich schon das Knie. Ja, das Knie. Das ist meistens typisch so hinten rein und verdrehen. Das ist ja so eine typische Kreuzbandverletzung. Aber da schaut jetzt einmal nicht so schlecht aus. Und er bockt einmal. In 2,5 Wochen geht die Heimweltmeisterschaft los in Planica. Ja, aber er schaut aus wie wenn er alles passt. Also da gibt es auch Applaus. Ja. Hoffentlich ist da wirklich nichts passiert. Unglaublich. Also solche Bilder tust du. Schau, wie hoch der ist. Dann voll ein ins Flach. Es ist nicht zum, eigentlich nicht zum Hinschauen und trotzdem kann man nicht wegschauen. Aber dann schon, nach der Landung vor allem. So ähnlich wie Janne Ahonen einmal in Planica, gell, beim Skifliegen. Da haben wir einen runtergestellt auf 240. Also es wirkt jetzt einmal nicht so schlimm. Ich bin erleichtert auf das auf. Boah. Aber wenn du sagst, das hast du noch nie gesehen und du hast gefühlt jeden Sprung gesehen aber in den letzten 30 nicht Jahren. Was ist schon einmal im Fernsehen sowas oder die YouTube-Videos, wenn einer was einstellt oder sozialen Medien, aber so richtig live da, dass du vor Ort beim Fenster rausschaust und das sagst. Aber wie sagt man heutzutage, das wird viral gehen. Dieser Sprung auf 161,5 Meter. Und jetzt kommt der Halber, sitzt da mit der Lupe weniger und hat auf einen vollen Rückenwind. Und so gesehen wird es auch hier keinen Finaldurchgang geben dürfen. So unterschiedlich die Verhältnisse, zu gefährlich teilweise ist es auch. Mit diesem Luftpolster von Timmy Seitz,
Ich kann gar nicht aufhören hinzuschauen, aber schau dir diese Weite an. Das ist irgendwie ein Traum und Albtraum zugleich, denn es war zu weit. Ja, vor allem, der hat voll aufgemacht. Normal, wenn du den durchziehst, so springst du nur einmal mindestens um 5 Meter weiter, mindestens. Er hat aufgemacht, ja. Aber... Ja. Ja. So, und wir haben jetzt ein Interview mit Timmy Saar. Jetzt bin ich schon gespannt. Timmy, how are you? I'm good, but yeah, it was very scary. And I think in that case, it's too dangerous for competition. How scary is it that you have to stop the jump in the middle? What were your thoughts? That's not a problem, but you know, the season is... We have a home world championship, and if there is something problem with my knee, the season is over, so yeah. So everything is fine as far as you can tell? Yeah, everything is okay. Thank you.